Wir kommen zu einem Namen, der wiederum ein neuer ist, der vielleicht irgendwann in dieser großen Kette von Namen auftauchen könnte. Das sind die schönsten Momente, die ich in meinem Leben gehabt habe. Da waren kleine Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Omas, Opas. Wir haben 1997 für ihn eine Goldverleihung organisiert. Er hat mich dann am Arm gepackt und hat gesagt, nie wieder. Ich singe nicht, um Gold und Platin an der Wand zu haben, sondern ich singe für meine Leute. Das sind Freundschaftsbänder, die sollte man ehren, nicht abmachen. Der Mann mit der rauen Schale, dem großen Herzen und dem weichen Kern. Ich glaube, man muss gute Zeiten haben, man muss schlechte Zeiten haben, um wieder die guten Zeiten zu erkennen. Ich habe eine Freude in mir, die kann man gar nicht in Worte kleiden. Dieses Gefühl, wenn so viele Menschen wegen mir denn da erscheinen. Das sind Dinge, da kann ich auch nicht einfach sagen, man ist alles normal. Ich habe unten nur Freunde stehen und was kann mir passieren?